ablenken kann als Spieler. So meint es richtig. Das wäre für ganze Charaktere ganz gut. Control by AI heißt auch, dass, ja, dass die Charaktere von der künstlichen Intelligenz, sag ich mal, von irgendeinem Mecker gesteuert werden. Es ist einfach nur dasselbe System wie beim bei den Monstern. Die haben dann hier so eine schöne Priority-Leiste, das bestimmt in welcher Wahrscheinlichkeit irgendwas passiert, da kommen wir später noch zu. Wo ich nicht ganz genau weiß, ob das hier wirklich bei Control by AI so funktioniert oder ob der wirklich checkt, ob die Monster gegen irgendein Element irgendwie sind und das dann auch zaubert, aber ich denke nicht. Naja, Strong Defense, soweit ich das aus späteren Ebene-Leckern weiß, bewirkt dies, dass Charaktere nur noch ein Viertel Schaden erleiden, wenn sie sich verteidigen. Im Gegensatz zu normalen Charakteren, die nur einen halben Schaden erleiden, wenn sie sich verteidigen. Soweit ich das aus der Ebene von X noch kenne, ich weiß nicht, ob das hier schon so war. Aber na gut, mit der Runde haben wir eben die Erfahrung. Das heißt, maximal können wir maximal kann man für das Level 50 einstellen. Ja, schön. Anscheinend kann man es dann gar nicht mehr erreichen. 50, 29, 40. Das heißt, bis zum Level 50 braucht man 958.577. Also kann man nicht rechnen, dass 99.991 Erfahrungen benötigt werden zu 50. Na gut, aber die Standardeinstellungen, hoch, doppelgeklickt, ja, die kann man natürlich noch ein bisschen helfen, wenn man wollte. Damit würde ich das Spiel dann immer so länger. Ja, kommen wir jetzt zu diesen ganzen Batzen hier wieder. Das sind die Anfangsausrüstungsgegenstände, die jeder Charakter bekommt. Kann man natürlich einstellen, wer was bekommen soll, je nachdem, wer was ausrüsten kann. Dass sie an Battle Animation sagt einfach nur, dass für eine Angriffsanimation der Charakter angreifen soll, wenn er keine Waffe ausgerüstet hat. Bei ihr wäre das natürlich einfach nur draufboxen. Ja, das sind die Skills. Einstellen kann man hier folgendes, wenn man Doppelklick macht. Einmal den Level. Den Level, auf welchen der Charakter die Fähigkeit lernen soll und die Fähigkeit an sich. Ja. Text Skills dort nehmen, bestimmt nochmal einen extra Namen für diese Fähigkeitsklasse. Denn standardmäßig hat jede Fähigkeit dann einen bestimmten Namen, den man selber im Vocabulary eingetragen hat. So, Condition Effect und Afflicted Condition. Ja, diese Übersetzungen sind auch ein bisschen komisch. Das sind einfach nur die, sag ich mal, wie sagt man da, Anfälligkeiten für bestimmte Sachen. Zum Beispiel, ja, Rusher Prime, wie man sieht, ist immun bei E. Das ist nämlich folgendermaßen aufgebaut. A ist das höchste, das heißt, da ist man zum Beispiel bei Feuer am meisten dagegen empfindlich. Das geht auch von A bis E ganz runter. E wäre dann immun und F geht nicht in den Maker. Okay, F gibt es in späteren Makern. Da kann man dann auch einstellen, dass der Charakter gegen sich dann heilt von der von den Elements. Bei Conditions weiß ich nicht, was dann passiert. Da bin ich auch nicht dahinter gekommen. Ja, wie gesagt, Brian ist zum Beispiel gegen Stummen unempfindlich. Und sonst gegen nichts. Und hier, ja, nichts. Alex, ja, ist Standard-Date, bla. Na gut, das sind halt die Anfälligkeiten gegen Status-Effekte, die im Epic Mai 2000 übrigens nur negativ sind. Und, ja, Element-Klassen. So, kommen wir zu den Skills. Das ist auch noch eine schöne Sache. Am Beispiel mal von Ultima. Hier links werden die ganzen Skills aufgelistet. Genau wie auch hier bei dem Helden. Das hier werde ich auch nochmal kurz anreißen. Max Feindname, damit kann man einfach nur die Anträge erhöhen, die man eintragen kann. Ich merke gerade, ich mache das Ganze irgendwie mehr wie ein Tutorial. Die ganze Kacke hier, aber na gut. Das Skillfenster sieht folgendermaßen aus. Nehmen hier wieder den Namen. Die haben wir wieder
das heißt wieder. Hier können wir einstellen, welche Art von Skill diese Fähigkeit sein soll. Normal ist einfach nur für den Kampf und für den Menü gedacht. Da kommen wir später. Teleport, damit kann man sich zu einem bestimmten Punkt auf der Karte teleportieren. Der, ich muss mal kurz schauen, Cancel, ich meine, ich das Ding ja kurz nicht kaputt machen, oder kurz mal runter. Teleport, wenn wir das zum Beispiel als hätten. Teleport, könnten wir jetzt einstellen im Event-Modus von der Marfung. War das jetzt das? Das nee, das nicht. Move-Event, auch nicht. Gucken, das denn einzustellen, um doch irgendwo einzustellen. So, Behinder Position auch nicht. Was denn? Okay, Teleport. New Event. Vielleicht. Ach nee, ja, stimmt ja. Das kann man nicht über, nicht nur einen Rechtsklick machen, sondern das muss man per Event einstellen. Wenn wir zum Beispiel hier ein Event hinsetzen. Und auf, wo war das jetzt? Ich muss selber mal gucken, wo das war. Ja, zum Beispiel Set Teleport Place. Add Teleport Place. Delete Teleport. Das heißt, ich habe selber noch nicht benutzt. Großartig. Das ist ein After. Ja, zum Beispiel Place Teleport. Add Teleport, könnten wir zum Beispiel, soll sich dann dahin teleportieren. Turn Switch on After. Ne, machen wir mal nett. Machen wir mal okay. Dann kurze Pause mit der Musik und testen wir. Nein, testen wir nicht aus, denn ich muss mir eben kurz noch ihn einstellen, dass er das auch wirklich lernt. Teleport. Okay. Skills. MP-Cost machen wir mal 1 einfach mal rein. So, next mal change, da ja. Start, dann gehen wir mal 1 nach unten, dann müsste das aktiviert sein. Und wenn wir jetzt Teleport benutzen. Bla. Sieht das folgendermaßen aus. Aha. Und ich habe mich gefragt, wie der, wie in alte Macht sein schon, in Dunkle Schatten, da gab es auch den Skin. Hab mich gefragt, wie das funktioniert. Aha. Also braucht auch nur MP, wenn man es wirklich benutzt. Das finde ich gut. Könnte vielleicht irgendwann mal nötig werden für uns. Wer weiß. Ich weiß, ich glaube, das gab es nur in bestimmten Epic Makern. Ich glaube, nur bis 2003, oder? Müsste ich später mal gucken, ob es das wirklich nur in 2003 gab. Na gut. Ne, das sind wir mal drin. Und machen mal holen alles so. Ja, wie gesagt, kann man auch kann man Teleport Escape wäre. Naja, wäre eigentlich dasselbe. Ne, wäre nicht dasselbe Teleport. Teleport kann man scheinbar mehrere Sachen eintragen, die man dann irgendwann teleportieren kann. Sowas wie ein Teleport Skill, halt normaler Escape ist, glaube ich, nur eine Eintragung, so denke ich immer das, dass man dann zum Beispiel aus dem Dungeon fliehen kann, sowas wie ein Fluchtseil in Pokémon, das dann aber zum nächstgelegenen, zum Ausgang führt. Switch ist ganz unterschiedliche Sachen, da habe ich zum Beispiel damit die ganzen Items gemacht, die einen irgendwo jetzt zu den ganzen Level mutieren, bloß hier jetzt als Skill. Ja. So kann man aber erstmal zum normalen. Hier könnte man jetzt den Namen irgendwie eingeben. Ich glaube mal bla ein. Die MP-Kosten, die der Zauber natürlich von dem maximalen MP abzieht. Einfach mal 2 eingeben. Lieber eine Beschreibung, zum Beispiel schädigt den Gegner. Ja. Effect Range, hier kann man einstellen, ob es einen bestimmten Gegner, also einen einzelnen Gegner, betreffen soll. Alle Gegner, den Benutzer, einen Verbündeten oder die ganze Party. Zum Beispiel hier müssen es einen
Gegner eingehen, weil wir schädlichen Gegner angegeben haben. Und ja, Using Meta.